Toll. Dauert gerade ewig bei mir. Jetzt. Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Fans der Formel 1. Heute zusammen mit Neo. Hallo. Wir dachten, zu eigentlich nicht zu Ehren des neuen Weltmeisters, sondern einfach, weil die reguläre Saison vorbei ist und ihr uns schon lange nicht mehr gehört habt, mach mal wieder ein bisschen Formel 1. Natürlich zu Ehren des neuen Weltmeisters. Ach, Quatsch. Aber wir fahren ja schön im Alpha. Genau, die heute beide ausgeschieden sind. In Ehren an Kimi Räikkönen. Genau, So. das ist, das passt. Möchten Sie Ihren Streamtitel überdenken? Nö. Okay. Ich kenne diese Verstappen nicht. So, müsst ihr weit mal bereit machen. Ja, ich danke dir. Sehr gerne. Wo fahren wir? USA. In USA. USA. Don't drink and drive, deswegen zum Wohl. Cheers. Na, hallo Ben. Ja, ich lebe noch. Joa, eigentlich nicht schlecht. Und selber? Hallo Ben. USA. Fuck, ich war jetzt gleich wieder da. Ich muss da auch gar nicht verlegen. Wie sieht das Wetter aus? Schnee, überall Schnee. Genau. Schnee, Eis. Was? Wieso denn? Das wird so fatal enden. Ja, die Hoffnung habe ich auch. Ich weiß, Marco. Hallo. Oh, Scheiße. Das macht ja gerade so lustig. Welchen Reifen bist du losgefahren? Gelb. Sehr gut. Wow. Betrunken fahren. Wer sagt, dass ich das nicht immer schon mache? Was machst du? Betrunken fahren. Du bist Schweizer. Die machen das ja alle so. Genau, wir brauchen keinen Fahrausweis, wir haben Geld. Die können sich das leisten. Mal von der Kurve abgesehen, war es bisher nicht ganz schlecht. Meins auch nicht so. Also. Zwanzigster. Lol, läuft bei dir. Ja. Wieso? Aber hey, war nicht schlecht, gell? Gut, schau dir mal die Zeiten an. Was hast du denn? 1,36. 2. Also Naja. war alles ziemlich eng beieinander.
Ja, man sieht halt doch, dass ich der Fahrer Nummer 1 bin. Woher, Was? Marco? Ach, hallo Marco. By the way. Machen wir mal das Übliche. Tank wieder voll oder was? Jo. Marco sagt Huhu, Neo. Wer ist denn der Huhu? Der Freund von Neo. Was? Oh, nee, das war Oh doch. nö, Alter. Oh. Verkackt. Jo. Obwohl, geht eigentlich. Ich hab Hamilton. Wie das Hamilton kassiert. Wow. Der drückt da hinten. Scheiße. Meine Box hat gesagt, ich habe einen starken Start hingelegt, ne? Ja, meine auch. Gut. Also, vielleicht haben sie einfach was beiden durchgesagt. Auf welchem Platz bist du? 12. Bist ja voll durchgeballert. Korrigiere, 11. Nee, nicht. Ich habe keinen abgeschossen. Echt? Ich bin tief enttäuscht. Ich weiß. War noch. Verstappen? Wer ist Verstappen? Das ist ja der letzte Runde gefahren hat gerade. Aber es hat gewonnen, als Erster. Hi. Hallo Tini. Na, Tini, alles fit im Schritt? Das ist schön. Ja, viel zu tun, aber man liebt. Das stimmt wohl, ja. Wie konzentrieren Sie sich, ja? Verstanden? Tini, wie könnte ich dich nicht mögen? Hallo? Bist so gut gemeint. Noch keine Strafe bekommen habe. Ich kürze sie ab, das ist unglaublich. Ups. Oh ja, und wie? Das ist momentan ist echt nicht normal. Der Alpen stresst.
kann dich noch nicht sehen. Wo bist du? F? Immer noch. Ja, es gab ein, zwei Verbremser und so. Ja, du musst rechts aufs Pedal draufdrücken, das weißt du schon, oder? Nee. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das würde einiges erklären, auf jeden Fall. Ich habe das bis jetzt immer anders gemacht. Ja, stopp. Ich komme. Und dann erzähl mal, Tini. Wenn es zu lange ist, werde ich nach dem Rennen lesen. Traditionell so ab Runde 11. Was? Phil und Moshi waren schwanger? Bitte? Reaper. Na so. Nein. Alter, auf welche KI haben wir das gestellt gehabt? Ich komme dem Verstappen nicht hinterher. Ne, 75 oder 80? Du hast nicht hinterher, ich komme hinterher, aber ich komme nicht ran. Albin macht keinen Scheiß. Boah. Wow. Aber ist der behindert oder was? Und fährst denn du rein? Nach dir. Ich habe noch keinen Flügelschaden, also. Was? Ich habe noch keinen Flügelschaden? Das verstehe ich nicht. Das Spiel ist kaputt. Ja. Ich schaff's nicht ins DRS-Fenster. Sagt er, heute ist ein DRS-Fenster. Nein! Ach komm schon. Jetzt schon? Der Flügel ist noch ganz. Und nicht mehr. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Nicht ganz fair, aber fein. Ich hasse schmutzige Reifen. Willst du zuerst in die Box fahren? Ja, ich bin schon dran. Du kannst ja danach kommen. Mein Boxen zum Fenster ist noch gar nicht offen. Meins auch nicht. Fahr jetzt raus.
Vielleicht muss ich früher die Box pfeifen, mich durst. Ich habe auch getrunken. Hat Neo was? Was? Ich muss das nachher lesen, Tini. Oder Martini hat das geschrieben. Irgendwas, ob Neo mir was erzählt hat. Hast du mir was nicht erzählt, Neo? Ich weiß nicht. Um was es geht jetzt. Ach so, Tini, ja. Und ihr hattet echt Glück, weil Akira hat mir schon lange gesagt, dass die Besen weg können. Und ach so, das hier. Ich hab's ein bisschen verpennt, deshalb habt ihr die jetzt. Sonst wären die schon lange weg. Wow. Nein! Geh weg, Versoppen, geh weg! Kontert. Zum Glück muss ich in die Box, meine Reifen sind echt, glaube ich, durch. Hier, die rutscht ganz schön. Ja, mach schnell. Wer weiß, wann ich wieder komme. Ach, Verstappen hinter mir. Ich muss das nachher lesen. Ich kann doch nicht so viel schreiben, wenn ich im Auto fahren bin. Ups. Jo, was ist denn mit ihm da hinten los? Jo, immer die Scheißkurve. Wow. Ja, Tini, in Gruppenchats, da lese ich das meiste nicht mal. Das ist nichts gegen euch, das mache ich in allen so. Aber es ist einfach, wenn man am Abend reingeht und da 50 Nachrichten hat, wer liest das schon? Also hallo, dir. Willkommen. So. Mittendurch, sehr geil. Och, danke, Ben, das ist lieb von dir. Was? Ben ist bei dir? Mhm. Der will auch mal einem Autofahrer zuschauen, weißt du? Wow. Ich wurde bis jetzt noch nicht überrundet von dir, also. Läuft eigentlich noch so nicht. Ja, ich weiß. Aber wie ich dich kenne, bist du auf einem guten Weg dahin. Hallo? Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr Formel 1 gezogen, dass er erst wieder reinkommt. Siehst du, sage ich doch. Wenn wir jemanden zuschauen, der auch vorne ist. Ja, eigentlich fahre ich immer vor, Neo. Ja, mit einer Runde Rückstand. Ja. Ich habe jetzt 4,6 Vorsprung vor Verstappen.
Okay, ist 9,7 Rückstand auf Stroll. Der auf welchem Platz fährt? Kann ich dir sagen, nach meiner... Nein. Flügel ab. Ja. Na nee, wie war das? Ja, ich weiß, dass ich an die Box muss. Nee, das muss ich doch hier machen. So. Es gibt rote. Ja, jetzt kannst du getrost wieder rote drauf machen. Hast du mit gelben angefangen. Erzin, ich gebe dir dann die Antworten im nächsten Stream. Oder wenn ich an der Box bin. Ach was. Meine Box, das sind so Idioten. Wenn deine Box Idioten sind, das ist meine Box auch. Also, und ich komme hier ganz gut klar eigentlich. Nee, die haben jetzt gerade gesagt, die wissen, dass ich ohne Flügel unterwegs bin. Ja, und du musst umgehen, deine Rundezeiten fallen zurück, musst sofort an die Box kommen. So, ja. Klingt plausibel. Ah, Band! So, Tine, jetzt kann ich's lesen. Bitte. Okay. Und Ben, wie geht's dir so? Oh. Ja, das mit dem Mana ist blöd. Stimmt, da war was. Das klingt ja total überzeugt. Aber ich gebe das so zurück. Ich bin noch Formel 1 2020, weil die anderen den 21er nicht haben. Du? Den überspringe ich auch getrost. Wenn, dann gehe ich gleich auf den 22er. Prinzipiell eh immer das gleiche. Hast du heute beim Rennen gesehen, wie die Strecke in Abu Dhabi? Gute Nacht, Tini. Gute Nacht. Wie die Strecke abgeändert haben? Die haben die abgeändert. Ja, der gibt doch die ersten paar Kurven und dann kam die kleine Schikane da vor der Haarnadelkurve. Und die Schikane haben sie jetzt gerade gemacht. Also da ist keine Schikane mehr. Oh, okay. Das ist mir nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Ich war zu schwer beschäftigt, die Regelkunde der 4 rauszubekommen. Die was? Die Regelkunde der 4. Redest du von Arc, Ben, oder redest du jetzt in privater Hinsicht? Darfst du nicht immer so zu Herzen nehmen, das ist auch generell auch nur ein Spiel. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber es gibt für alles eine Lösung. Denk daran, dass bis zur ersten
Ich kann kein Gas geben. Wo bist denn du jetzt? Ganz hinten oder wo? Ja. Ja, er ist noch nicht mal am Feld dran. Im Safety Car fährst du noch rein die Runde. Ich musste auch meine Flügel-Flatrate austesten, also. Und läuft noch, oder? Ja. Zack, bin am Feld dran. Huh. Schau, was du noch retten kannst aus dem Rennen, komm. Ich bin 18. Das muss ich nachlesen, Ben. Das wird mir zu schwer. Nicht in dieser Kurvenkombination. Wow! Bestzeit im Sektor 1. Waren denn da hinten der Shepard's ja? Hamilton und Verstappen mögen sich nicht. Nicht? Habe ich so den schweren Eindruck. Ich hab die schnellste Runde. Oh, das war ein bisschen zu spät gebremst. Ups. Ja, schnellste Runde habe ich jetzt schon. Ich glaube, das wird nicht mehr, nichts mehr. Die wird nicht besser, glaube ich. Nein! Scheiße, letzte Kurve, letzte Runde. Oh! Ach, vorige Runde. Ich sag gar nicht letzte Runde. Ich dachte, ich bin schon durch. Ich hab mich gedreht, ich bin siebter. Okay. Korrigiere, sechster. Einfach nur dämlich hier, ohne Scheiß. Nein.
Hör auf zu Hallo. drücken. Ah, Mein das. Gott. Magnussen ist so ein Arschloch, ey. Oder sowas nicht. Du bist live. So wie ich sagen. Ich fahr an ihm vorbei und er drückt mich von hinten weg. Ich war 13. Kurze Zeit. 20. Ja. Ja, Ben. Können wir ja mal, wenn wir in der Party sind oder so, drüber quatschen. Das hat heute aber anders ausgeschaut. Es hätte es auch, hätte ich mich nicht gedreht. Aber hey, schnellste Runde hast du. Aber generell bin ich zufrieden, ich bin Fünfter, von dem her ist okay. Ich muss sagen, USA mag ich auch nicht so. Das hat man jetzt gar nicht gemerkt. Bin ich froh. Vielleicht magst du die nächste Strecke mehr. Vietnam. Das Oh wäre nee, jetzt hart. Mexiko. Mexiko. Ich bin ja nur Erster. Finger in den Po, Mexiko, Paris, Athen, auf Wo ist denn Wiedersehen. mein Teamkollege? Auf Platz 14. Respekt. Immer noch. Ja klar. Wenn man keine Ja, Punkte holt, kommt man da auch nicht weiter hoch. Aber immerhin hatte ich Magnus nicht überholt. Das ist ja schon mal hallo. etwas. Ist trotzdem ein Arsch. Wer? Ich? Oder Magnussen? Natur auch. Aber So. Magnussen. Er bekommt einen Strich. Jetzt muss Uli schreiben, dieser die Strichbeauftragte. Nee, Das könnte man jetzt auch von falsch den verstehen, gell? Strich. Von den Strichen ist es Marco. Okay. Ich bezweifle zwar, dass er schon irgendjemals Strich gemacht hat. einen Strich gemacht hat, aber ja. Wetter passt ja. Strecke nur nicht, aber sonst. Ach, jetzt komm. Mexiko ist schön. Ich mag die echt ganz gern eigentlich. Die ist schön zu fahren. Ich mag Australien, Österreich. Ja, so die Strecken, wo man keine Herausforderung hat, gell? Ja. Gib einfach Gas. Und da kommt Und irgendwann bremst eine an den Wand. richtigen Stellen, dann kann es nicht so schlecht sein. Bam.
Unglaublich. 20. Ich weiß nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß. Es ist unglaublich. Und 16. Schon Zeit 4 Sekunden hinter mir. Ich verarschen. Halt, halt, halt. 3,879. Mi, 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 mi. Und Ja, Ben, ich würde nicht sagen, er hat's verlernt. Ich würde eher sagen, er hat's nie gelernt. wow. Du bist so ein Wichser. Wie wär's, wenn du mal deinen Wie wär's, wenn du mal deinen Sprit nicht hochpumpst, sondern runterpumpst? Wieso? Damit du schneller fahren kannst. 20 oder 30,7 Kilo reichen easy. 30,7. Ja, musst ja nicht auf Fett fahren. Moment schnell, ich sollte GB arbeiten. Ich möchte mit Gelb starten. Da auf Rot. Stell jetzt mal so, dass ich halt eine Runde mehr fahren kann. Bezirk. Hast du? Ja. Achso, sag doch was. Boah, voll verkackt. Bei mir ging's. Alles klar, Ben. Viel Spaß noch. Tschüss, Gute Ben. Nacht. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Ups. Vettel, geh weg. Wand, Wand, Wand! Huh. Das ist unglaublich mit dem Kerl. Ich hab in den Rückspiegel geschaut. Warum machst du denn das? Hab die Kurve das, nicht gesehen. Das sind bis 20. Was brauchst du an Rückspiegel? Ich war 14. oder so. Unglaublich, der Typ. Ja, jetzt war die erste Runde und der Vettel kommt gerade ganz, ganz schnell ran. Der zieht an mir vorbei. Ich parke rückwärts ein oder was? Hier zwischen dem Vettel und Hamilton her. Oh. Ist angekommen, bestätige. Oh Mann. Er hat's gemacht. Ein bisschen kreuz und quer zur Strecke gefahren. Quer. Nee, einfach. Quer, siehst du mehr. Ja, genau. Bist du Brown, kriegst du Frau.
Box. Dreh. Ja, es war ziemlich eng am Anfang. Und die Wand Flügel hat mein... Kaputt. Ja, aber Moment. Ich bin eigentlich noch ganz gut dran. Mein Auto hält einfach nicht mehr so gut in der Kurve, aber sonst... Lol. Du machst mir echt fertig. Ich weiß. Ich suche also auf diesem Weg einen neuen Teamkollegen. Wer Interesse und Zeit hat. In dem Fall suche ich auch einen neuen Teamkollegen. Nee, wir machen es anders. Ich suche einen neuen Teamkollegen und hätte einen abzugeben. Ist nicht immer ganz einfach, aber stubenrein. Bitte? Ich hab gesagt, du kannst selber das Töpfchen. Das stimmt ja wohl. Das ist richtig. Box. Ah. Alter. Meine Reifen rutschen. Und deshalb bin ich an der Box. Nur deshalb. Natürlich. Fertig, los jetzt. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. So. Das war jetzt klar mein Fehler. Das hast du realisiert, dass du mit mir im Team bist? Box. Achso. Ja, ich hab, ich wollte eigentlich das ERS ausmachen und... Ja. Ich hätte vielleicht vorher bremsen sollen, bevor ich es ausmachen möchte. Aber hey, ich bin doch weit vor Robby. Warum machen die eigentlich weiche Reifen drauf? Normal machen die mal harte Reifen drauf. Oh, hallo Robby. Hi. Dann versuch mal dran zu bleiben, mein Freund. Und schon ist er weg. Nee, nee, ich seh dich noch. Die Kurvenkombi magst du nicht, gell? Nee. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,4 Sekunden. Wie hast du denn das gemacht? Ich hab keine Ahnung! Ne, rote Reifen. Ja, hab ich auch jetzt, aber... Gut, ich hab ja Outlet gehabt. Den letzten beiden Sektor hab ich nämlich Bestzeit gefahren. Noch 18 Rückstand. Auf Groschau. 20.
Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Welchen Teil vom Blatt dran hast du nicht verschwunden? Die Kurvenkombo da, das ist einfach nicht mein. Ich mag's, wenn es geradeaus geht. Einfach. Einfach ein bisschen vom Gas gehen. Wir müssen eh nochmal in die Box, weil die weichen Reifen werde ich sie packen bis zum Rennende. Wetten? Schauen wir mal. Die Reifen vielleicht schon, aber meine Nase nicht. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 6,2 Sekunden. Wenn es deine schaffen, schaffen es meine auch, weil du warst 2 Runden ältere. Deine platzen zuerst. Ja. Unglaublich. Seine Rundenzeit noch nicht geschlagen hat, ist unglaublich. Und doch mal das ERS anmachen. Ups. Jetzt aber. Oh. Damit man Vettel und gerade in der Box jetzt ausschaut. 16. und 17. Mhm. Robby, komm jetzt. Ich komme ja. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 10,7 Sekunden.
Was kostet mich Zeit? Ja, Bottas auch. Das ist unglaublich. Was habe ich? Jetzt kann ich ein paar gut machen, sind ein paar an der Box. Oder bist du reingefahren? Nee, nee. 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 Komm schon! Komm schon! Ich sage ja, die Box mag mich nicht. Warum? Wollte mich reinholen für den Boxenstopp, sagen mir aber jetzt, dass meine Reifen noch in gutem Zustand sind. Ja, mein Boxenstoppfenster wäre auch offen. Ich fahre auch nicht mehr rein aktuell. Sagen meine Reifen dann. 38. 42. Oh, Bottas, mach keinen Scheiß! Was? Und die Zunge Peres hat noch gar nicht berührt. Das Zappen macht mir gerade den Wingman. Gib mir DRS. Hinter mir hat es irgendeinen Unfall gegeben. Ja, Grosjean ist raus. Verstappen macht dich nicht unglücklich. Die Reifen am Wagen hinter dir sind in viel besserem Zustand als deine. Wir behalten die Rundenzeiten im Auge. Ich will es gar nicht ändern, lass mich Ruhe.
Ich glaube, was ich muss noch mal reinfahren, weil meine Reifen echt schlapp machen. Was? Ich bin schon bei 50. Und mein Flügel ist kaputt. Ich bin bei vorne links bei 57. Okay. In letzter Schikane bin ich ein bisschen über die Curbs gefahren und fast mich rausgewichst ein bisschen. Oh, die Kurve geht auch nicht mehr so gut. So, 60. 4 Runden, ist für knapp bei dir. Sei ja gleich. Wird wahrscheinlich auch bei mir schon knapp. Bei 80 ist Game Over. Ja. Ja, das sollte reichen. Ich hole immer noch auf Bottas. Aber aufholen und überholen sind nur zwei alleine. Ich bin jetzt wieder 0,4 Sekunden dran auf Norris und der Wichser drückt mich raus. Andererseits brauche ich kein großes Risiko eingehen, weil solange der Verstappen da nur ein paar Pünktchen mehr holt wie ich, ist das kein Problem. Ich bin jetzt auch gleich bei 60%. Also für mich könnte es ausgehen. Ich bin jetzt vorne links bei 64. 65. Ja, dann können sie ja ausgehen. Die harten Reifen drauf machen sollen. Ja. Ich rutsch wie Sau. Warum das wohl liegen mag? Keine Ahnung. Prozent. Sagst du gleich, wenn ich auf der Zielgeraden bin? Huch. Na, oh, 3 Sekunden Strafe. 71. Das wird knapp bei dir, glaube ich. Welchen Platz bist denn du? 16. Ja, gut. Ja. Das ist ja eigentlich wohl, wenn du ausscheiden solltest. Jo. Hinter mir haben sich aus Versehen 2 gedreht.
74, noch eine Runde. Ja, das schaffst du. 75. Aber ich muss auch schon ein bisschen gegensteuern jetzt hier. Damit ich die Karre auf der Straße halte. Ist schon 70? Das könnte hinhauen. Naja, Vierter ist völlig okay mit den Reifen. Ja, ich hab's geschafft. 80. Bam, Dreher, kurz vor der Füße stehen geblieben. Aber jetzt mit den Reifen, ich habe einen Platz verloren. Okay. Das geht ja. Ja. Ich bin enttäuscht von dir. Da geht was. Da geht was. Hi Chris. Servus. Was geht? Der Himmel steht da vorne dran, ey. Der hat beide Rennen gewonnen. Ich lege mal eine kurze Erholungspause ein. Inwiefern? Ich muss kurz ans Fenster. Ah. An die Autobahn zum Rauchen. Ja, genau. Naja, noch führe ich, noch führe ich. Hast du gewusst, dass die Schweiz als erstes Land der Welt in einem 3D gedruckte Kapsel, die per Knopfdruck, das ist eigentlich eine Selbstmordkapsel. Wir haben die zugelassen bei uns. Bitte was? Da kann man jetzt eine Kapsel kaufen, die man frisst, dann ist sie tot. Nee, wahrscheinlich gibt es eine Firma, die stellt die zur Verfügung. Da gehst du rein, drückst den Knopf und bringst dich selber. Schmerzfrei. Jo. Warum nicht, ne? Hm. Ja, weil bis jetzt gab es ja immer, also bei uns heißt das Exit, die quasi aktive Sterbehilfe. Ja gut, wenn ich wüsste, dass ich irgendwie unter schweren Qualen sterben würde irgendwann, dann why not, ne? Ja, oder wenn du deine Kinder anschaust, so nee, sorry, aber nee. Nee, geht nicht. Nee. Da habe ich jetzt echt Scheiße gebaut. Ja, da muss ich den Kindern aktive Sterbehilfe leisten. Schau mal her, Toni, da kannst du reinlegen und den Knopf drücken. Dann siehst du ganz viele Zeichentrickfilme. Genau. Die Schweiz. Ja. Ihr seid schon so ein Völkchen. Sponsored by Ricola.
Wahrscheinlich noch, ja. Die selbst mal Lutschpastillen. Brasilien. Apropos Lutschpastillen, ich hätte noch Sexy. Wie heißen die? Ich weiß nicht mehr. Saltli. Saltli, genau. Saltli. Sag ich doch. Darf ich bitte ein neues Saltli haben? Das ist so geil im Auto. Ja, Bonbon habe ich gesagt. Irgendwie so. Ne, Gutzli. Gutzli. Ja, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr. Man hat immer gemerkt, wenn du wieder eins wolltest, dann hast du zuerst 10 Minuten überlegt, wie hieß noch das Wort. Aber ich kann mich drauf. Ja, genau. Ach Mann, wieder kein Regen. Brasilien. Ach. Ich erinnere mich noch an den Unfall. Welchen Unfall? Achso, wo ja. Ich in die Bande und dann Marco und du in mich rein. Und Phil ist ja auch irgendwie ausgeschieden, dann fuhr am Schluss nur noch Uli. Jo, ich sitze falsch. Im Auto? Kannst nee, du mal kurz. Achso. Ja, halt doch kurz an und. Ja, hab ich fast. Das wird nichts hier. Deine Chance. Ich fahr schon wie ein Irrer. Oh! Fünfter! 20. Jetzt drehen wir es mal um, jetzt fange ich mal hinten an. Was hast du denn für eine Zeit? 1,13. Dafür, dass es so schlecht war, weil ich ein paar Mal rausgefahren bin, war es gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ach. Sitzt das richtig? Ja. Ist gut. Ja, ja. Oh, sehr viel Verkehr. No. Die Strecke ist hier viel zu eng. Sorry, Leclerc. Alter.
bestätige. Ups, jetzt habe ich das falsch ausgewählt. Lass den Hamilton nicht gewinnen. Ich gebe alles. Wenn ich rausfliege, ziehe ich ihn mit. Ich habe erstmal freie Fahrt. Ich habe Leclerc vor mir und Vettel penetriert mich von hinten. Das ist. Penetriert dich. Oh. Das fühlt sich so an. Denk an die Überholtaste. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Wir können jetzt das DRS. Oh, sauber. Fahr ich, ja. Auch, ja. Was ein Zufall. Ah, ich kann es dir erst verwenden, schön. Ich habe 30 Sekunden Rückstand, du Arschloch. Aber ja klar, ich setze das ein, wenn ich dazu komme. Dann gib dir mal ein bisschen Mühe. Ich hol schon auf. Und ihr müsst ja alle noch in die Box. Mit harten Reifen. Vettel, vergiss es. Aber ich hole mir, glaube ich, auch eine neue Nase. Die auch kaputt gemacht schon wieder. Ja, ein Vettel und Leclerc. Dein Nasenverschleiß ist echt der Wahnsinn. Und deshalb habe ich einen Flügelmann. Los, gib Gas, gib Gas! Ich komme.
Das wollen wir ordentlich Gas geben. Was, wir? Ja, ja klar, wir. Okay. Wenn du meinst. Boah, Alter, jetzt rutscht sie wieder rum, wie hinter. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 15,6 Sekunden. Letzten drei Kurven bei dem Rennen, die liegen mir nicht, ey. Alle anderen gehen eigentlich so einigermaßen. Letzten drei? Mhm. Und die auf dem engen Stück hier hinten, oder was? Ja, diese, wo so eng rechts weggeht und dann geht es nochmal lang gezogen links. Und dann nochmal lang, nochmal links, die enge. Da komme ich ab und zu oder ab und zu öfters mal raus auf die Curbs. Okay. Und dann rutscht mir der Arsch wieder weg. Jetzt war es mal ganz gut in der Runde. Und zack! Ja, ich habe dabei einen ein bisschen versagt. Bin ein bisschen weit in die Wiese gekommen. Ah, jetzt geht's gerade besser. Die letzten beiden Runden waren die Kurven nicht schlecht. Der Abstand zum Wagen vor dir beträgt ungefähr 15 Sekunden. Ups. Selbst wenn der Rest vom Feld langsam mal in die Box kommen. Na, ich glaube Runde 9. 10, irgendwie sowas. Hallo. Was? Ich habe ein bisschen Zeit verloren auf dich. Ah. Ein bisschen? 4 Sekunden? Was hast du denn da wieder angestellt? Bisschen was? Die letzte Runde lief nicht so gut. Ja, merkt man kaum. Ich sag, jetzt müssen sie normalerweise kommen, jetzt welche rein in die Box.
Keiner reingefahren? Was ist denn da los? Ich bin da. Soll ich jetzt einen auf Film machen und einfach bremsen? Nein. Wir sind Teamkollegen. Phil war keiner. Du willst mich auswechseln? Das war doch nur Spaß. Ja, jetzt. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Box, Box, Box! Warum? Und die anderen? Ah. Gib Gas! Abstand zum Auto vor dir beträgt 11,9 Sekunden. Wo? Komm schon wieder raus, gib Gas! Oh oh. Ich sehe schon abfliegen. Ja. Genau. Ja. Warum parken denn die jetzt hier, Alter? Ups. Aber halt gleich wieder ganz raus, weißt du? Das ist unglaublich bei dir. Ja. Warum? Ich mach keine harten Sachen. Aber ich hab's schon länger nicht mehr geschafft, dass auch ein Hinterrad abgeflogen ist. Wieso Box? Weil ich Reifen hole. Das ist ein Safety Car. Der nehme ich doch hinten hin. Ah! Ja dann. Wundert mich jetzt, dass Safety Car ist. Ich hab gar nichts mitgekriegt davon. Aber der Auto ist schon weg. Schön. Die scheiß Curbs da hinten. Jetzt müssen wir das nachher nochmal anschauen. Fehleranalyse. Ja klar. Auf jeden Fall kommt Perez auf die Abschussliste. Bremsen. Geht schon wieder weiter? Noch nicht, nein. Okay. Aber gleich wahrscheinlich nach der Runde hier. Ich glaube, der Croixon hat schon die Kackwurst geschissen. Der hat bestimmt schon Angst vor mir. Er fährt einen Haas. Also
Eine Nähmaschine. Safety Car kommt rein, die Runde. Oh Mann, das wollte ich nicht. Das hier. Nee, oh no. So, das wollte ich. Hört man immer so niu 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 nie. So weiß man, jetzt ist ein Haas durch. Wie mit meinem alten Auto, als ich zu dir hochfuhr. Ja. 190 fast auseinandergerissen. Ist ja immer noch letzter. Du bist ja immer noch letzter. Wiederhol's nochmal, du bist ja immer noch letzter. Setz mich nicht. 4 Runden hast du noch. Podium wäre schon was. Ja. Hallo, ich habe dafür was gesorgt, dass du wieder... Los, Alter! Du bist immer noch letzter. Nein, ich bin wieder letzter. Das ist ein Unterschied, mein Freund. Weißt du, ich habe extra dafür gesorgt, dass das Feld wieder schön zusammenkommt, dass du eine Chance hast. Habe ich nur fürs Team gemacht. Genau. Aber nein, der Herr ist wieder zu stolz, das auszunutzen. Auf die Einbuße kann ich verzichten. Dann der Schweizer. Machst du gut. Aber du hast ihn immer noch nicht überholt. Jetzt. Oh, er startet einen Angriff von innen. Oh. Diesmal nicht. Schau mal, da lag ich. Grosjean hat einen kaputten Flügel, nicht du. Hat er echt, oder was? Ja, vorne links hat er. Weil als du abgeflogen bist, da habe ich Trümmerstücke gesehen. Ja, du musst unbedingt nach vorne kommen. Platz 1 Leclerc, Platz 2 Norris, Platz 3 Gasly. Da war wieder ein Stück. Das war dein Flügel. Das war meiner, ja. Diesmal war es meiner. Komm schon. Bam.
keine Gnade. Wenn ich sowas sehe, du machst mich so stolz. Wenigstens Platz 10 musst du dir noch holen. Könnte sehr eng werden. Da provozieren Safety Car. Ja, genau. Das hilft dir auch nicht wirklich. Die Stelle kenne ich da, wo du jetzt schon mal raus bist. Ja, mal Platz, hast du recht. Schau mal, wie die eng miteinander fahren. Da können Vollgas reinballern, das wäre so geil. Er läuft bei dir, ne? Schön war am Weg. Das hab ich gestört. Ja, schade. Ja, mit Verlaub, das war scheiße. Ja. Aber hey, der Hamilton hat nicht gewonnen. Ja, yay. Der ist nicht mal auf dem Treppchen. Der Verstappen auch nicht. Vierte geworden, glaube ich. Verstappen, Elfter. Elfter. Auch keine Punkte. Verstappen. Sehr gut. Wer ist Verstappen? Jo, machen wir da mal Feierabend. Jetzt 10:30. Jo. Klingt nach einem Plan. Jo. No, aber wir schauen jetzt noch kurz die Gesamtrangliste an. Da hat sich bei dir nicht viel getan. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Bei mir dieses Rennen auch nicht. Oh, ne? Hamilton und Vettel. Ja, sind an Verstappen vorbei. Alle Punkte, guck mal. Ja. Na, wenn du jetzt... Ist es überhaupt noch ein... Na, noch ein Rennen ist. Wenn du jetzt rausfliegst. Dann könnte ich es noch verkacken. Jo. Ja, ein paar Punkte muss ich schon noch holen. Ja, das Finale dann beim nächsten Mal. Genau. Ist echt bloß noch eins, oder wie? Tatsache. Ja, die Spannung heben wir noch ein bisschen auf. Aber hallo. Wo ist denn der Robby? Ja. 14. Immer noch. Wow. Ja, ein Platz könnte ich noch gut machen. Wenn du gewinnst, könntest du noch was gut machen. Ja. Was sind das? Ja gut, gewinnen muss gar nicht. 11 Punkte ist ein Rückstand. Ja, auch Zweiter würde reichen. Ja, ich muss Punkte holen, weil man merkt, dass er Punkte holt, dann ist er vor mir. Ja, ist richtig. Aber gut, für dich ist diese Saison eh schon angelaufen. Nee, nee. Jo. Jo. Dann. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Genau so ist es. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder so.
so bei. Dabei. Kurze verbale Entgleisung. Und ja, wir wünschen eine gute Nacht. Genau, und lasst das Däumchen da. Meine Leute, schaut auch bei Technautica vorbei. Das bin ich. Hallo. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Gute Nacht. Tschüss. Bye bye.